Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute mit einem Fallen-Update, denn, naja, wir haben mittlerweile wieder ein paar Generationen und da gibt es neue, super gute Builds, die wir für die Falle nehmen können. Falle könnt ihr alle 47 Stunden spielen, wenn ihr die Allianz wechselt, seid ihr für 48 Stunden gelockt, also ihr könnt dann erstmal an einer nicht teilnehmen. Aber kommen wir mal dazu, welche Builds es denn gibt, so ab Generation 13. Dafür gucken wir uns mal ein Setup von mir an. Und dieses Setup ist das hier. Das ist aktuell das Beste, was ich euch anbieten kann, was von Auri und Hedo getestet wurde schon. Da haben wir natürlich Robbie aktuell als besten Infanterieheld. Es gibt dazu auch Alternativen. Eduardo als Fahrerheld und hinter Ada versteckt sich in dem Fall Marcos. Hier aber auch ganz wichtig zu sehen, das ist hier leicht angepasst. Hier seht ihr das richtige 35, 10, 55 ist das Verhältnis der Truppen. Und das ist auch ganz wichtig, dass das alle Joiner befolgen. Denn wenn ihr plötzlich jemanden habt, der mit 0 Infanterie, 0 Fahrern und 100% Jägern reingeht, habt ihr die Problematik, dass derjenige euch Punkte klaut. Das heißt, wenn alle 35, 10, 55 machen, bleibt die Punkteverteilung fair. Das ist als allererstes ganz wichtig. Wenn ihr solche Setups macht, dann ist es essentiell, dass alle die gleichen Setups machen. Und hier ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass ob ihr mit Helden oder ohne bei der Falle joint, der Unterschied minimal ist, denn der größte Unterschied ist einfach nur eure Marschkapazität und dementsprechend natürlich ein paar Punkte weniger, aber in Summe, dadurch, dass die Punkteverteilung gleich bleibt, werdet ihr am Ende am meisten davon als Team profitieren und alle erreichen recht problemfrei die Möglichkeit, die Maximalbelohnung ab 4,34 Billionen Punkte mitzunehmen. Kommen wir aber jetzt mal zu den verschiedenen Helden, die ihr nutzen könnt. Ihr habt bei der Infanterie einmal natürlich Robbie oder aber als zweitbesten müsst ihr mal testen, entweder Chukon oder aber Nikola. Und für Free-to-Play-Player wird es wahrscheinlich Nikola sein, weil der am besten entwickelt ist, aber das solltet ihr natürlich testen. Das sind so die drei optimalen ab Generation 13 hoch bis 18, die ihr als Infanterieheld für die Falle nehmen könnt. Wichtig, es bleibt dabei, ihr müsst die Formation, die ich eben erwähnt habe, auch beibehalten, weil sonst performt ihr deutlich schlechter. Dann kommen wir hier zu dem Fahrer. Fahrer Eduardo, hier seht ihr das auch, der ist bei Level 14. Wir haben den auch getestet, als er gerade das lila Hirn freigeschaltet hatte und auch da war er schon besser als der zweitbeste. Das ist in dem Fall Maddie. Aber auch hier für Free-to-Play-Player ist es wahrscheinlich, dass ihr mit Maddie besser arbeiten könnt, also die Kombination Nikola-Maddie. Wichtig auch hier, bleibt bei der Formation so, wie sie empfohlen wurde mit 35-10-55 Aufteilung. Nach Maddie haben wir einen krassen Sprung, denn danach ist es immer noch Tweak. Tweak ist weiterhin der drittbeste Fahrer. Das ist Wahnsinn, aber es ist so und das ist natürlich für alle Generationen davor immer noch super. Sobald ihr Tweak habt, ist das für lange Zeit euer bester Fahrer, hält danach Maddie und dann kommt erst als großer Sprung wiederum Eduardo. Bei den Jägern. Bei den Jägern ist es, da könnt ihr nahezu alles nehmen, was eben euer bester Jägerheld ist. Also Waffe haben wir noch nicht getestet, aber wir gehen auch davon aus, dass Waffe ziemlich gut sein wird. Aber alternativ habt ihr natürlich High Performer mit Carlos oder Marcos, weil die einfach einen sehr, sehr krass guten Damage Output haben. Ihr könnt es mit Donald probieren, aber Carlos, Marcos sind die Top-Plätze, die wir schon getestet haben. Alternativ könnt ihr natürlich das Ganze mit Ada oder einem Maxed Dylan, der muss dann aber auch wirklich Maxed sein, probieren. Alternativ bleibt weiterhin immer noch, wenn ihr weder Ada noch Dylan noch Carlos noch Marcos habt, könnt ihr immer noch mindestens Mikoto auf Level 4 auf den besten Jäger, den ihr habt, packen und die performt da immer noch sehr gut. Das soweit zur Falle. Ganz wichtig, weiterhin bleibt diese Aufteilung, dass ihr eben 35% Infanterie habt und 55% Jäger und 10% Fahrer. Und hier auch wirklich wichtig, dass eure Joiner das beibehalten. Ansonsten habt ihr da ein ganz krasses Kuddelmuddel und die Punkte werden eurem Lead oder euch selbst geklaut, wenn ihr andere Formationen wählt wie 0-0-100. Das soweit als Fallen-Update.